Hallo liebe Zuschauer. In der Tierklinik, die sich um die Katze kümmerte, wurde geschätzt, dass die Überlebenschancen der kleinen Rosenkatze extrem gering sind. Freiwillige und Tierärzte wollen jedoch bis zum Ende kämpfen, um sie zu retten. Diese Katze, die an schweren chemischen Verbrennungen litt, wollte auch nicht aufgeben. Vor dem Haus einer Frau wurde eine 3 Monate alte obdachlose Katze in einem traurigen Zustand gefunden. Ihr Gesicht wurde mit Glasfaserharz verbrannt. Ihre Augenlider waren so beschädigt, dass sie nicht mehr blinzeln konnte, was zu quälenden Schmerzen und Trockenheit in den Augen führte. Eine junge Katze namens Rose wurde von der örtlichen Freiwilligenvereinigung zur Erziehung gebracht. Anfangs schien ihre Chance, herauszukommen, äußerst gering zu sein. Tatsächlich dachten Tierärzte, dass sie diese Katze irgendwann verlieren würden. Trotz allem waren sie entschlossen, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Sie wurde 24 Stunden am Tag hier auf der Intensivstation beobachtet. Ihre Bemühungen haben sich endlich gelohnt. Die kleine Kriegerprinzessin, wie sie liebevoll genannt wird, hat die Kraft gefunden, wieder in Ordnung zu kommen. Nach 5 Monaten Behandlung unterzog sich Rose einer Lidrekonstruktionsoperation. Das junge Kätzchen konnte wieder blinzeln. Die Tierärztin und ihre Begleiter sind begeistert von der Entschlossenheit der 8 Monate alten Katze sowie ihrer Freundlichkeit und Weichheit. Sie knurrte nie, brutzelte oder zeigte trotz der Verletzung und der Behandlungsfolge zwischen Injektionen, täglichem Verbandswechsel und Operation keine Aggression oder Frustration. Die Wunden heilen und ihr Fell beginnt wieder zu wachsen, aber es gibt noch eine gute Nachricht, die Rose wurde adoptiert. Viel Glück für deine Katze, lebe glücklich und ohne Leiden. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Tiere, die sie lieben. Bis bald!